Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist die Tagesschau. Und auch heute gibt der Verhandlungsabbruch der Schweiz mit der Europäischen Union weiter zu reden. Am Tag danach. Die Schweizer Idee, lass uns doch einfach die Welt einfrieren, so wie sie 1992 war, das ist leider nicht möglich. Nach dem Ausstieg der Schweiz aus dem Rahmenabkommen hagelt es von EU-Seite Kritik. Und in Bern stellt man sich auf die möglichen Konsequenzen ein. Das ist der Schwerpunkt unserer Sendung. Die Wege trennen sich. Zwar nicht im, aber nach dem verflixten siebten Jahr ist Schluss. Die Schweiz hat der EU gestern einen Korb gegeben, hat die Verhandlungen über das Rahmenabkommen abgebrochen. Bei der EU zeigt man sich nicht unbedingt überrascht, so doch brüskiert. Und es werden Stimmen laut, die nach dem Schritt der Schweiz den bilateralen Weg infrage stellen. Michael Rauchenstein. Es waren die Nachbarstaaten der Schweiz, die sich noch bis zum Schluss bei der EU-Kommission für einen Kompromiss beim Rahmenabkommen eingesetzt haben. Gerade Deutschland hat großes Interesse an guten Beziehungen mit der Schweiz. Entsprechend enttäuscht über den Entscheid der Schweizer Regierung zeigt sich heute Bundesaußenminister Heiko Maas bei einem EU-Treffen in Lissabon. Das ist ein wirklich heftiger Rückschlag gewesen für das Verhältnis gegenüber der Schweiz. Ich kann es nicht verstehen, ich finde es auch unverständlich. Eigentlich muss die Schweiz auch ein Interesse daran haben, dass auf der Grundlage dessen, was es in der Vergangenheit ja gegeben hat an Vereinbarungen, dies auch fortgeschrieben wird. Heiko Maas spricht damit die bilateralen Verträge an. Diese werden auslaufen, wenn es kein Rahmenabkommen gibt, so der Tenor in der EU. Nun müsse man an einer neuen Beziehung arbeiten, heißt es seitens der Mitgliedstaaten. Wir haben sehr viele gegenseitige Interessen. Ich glaube auch nicht, dass das das allerletzte Wort ist, aber eine Schweiz ohne Europa und Europa ohne die Schweiz, das wird schwierig werden. Auch wieder nicht für Politiker, sondern für die Menschen. Wie die weitere Beziehung mit der Schweiz nun aussehen könnte, weiß man zurzeit noch nicht. Für die Europäische Union gibt es keine Alternative zu einem Rahmenabkommen, sagt Andreas Schwab aus dem Europäischen Parlament. Die Probleme, die wir gemeinsam lösen wollten, sind ja noch immer auf dem Tisch. Also durch das Absagen des Rahmenabkommens ist ja kein Problem gelöst, sondern man hat im Prinzip nur die Diskussion und die Entscheidung verschoben. Es herrscht also Katerstimmung heute in der Europäischen Union. Nach den vielen Verhandlungsjahren ist man ratlos, wie es nun weitergehen soll. In Brüssel sowie auch in den Hauptstädten reagiert man ernüchtert auf die Entscheidung des Bundesrates. Das lange Hin und Her, das Hinauszögern der Verhandlungen, der Abbruch nun nach sieben Jahren, das Verhalten des Bundesrates kommt nicht gut an bei der Europäischen Union. Es ist nun unklar, wie es weitergehen soll und wie die wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen stabil bleiben können. Ja, wie weiter? Was jetzt schon klar ist, der gestrige bundesrätliche Entscheid, sich beim Rahmenabkommen von der EU zu verabschieden, hat handfeste Auswirkungen. Es tun sich mehrere Problemfelder auf für die Schweiz. Problemfelder, die in einem Geheimpapier des Bundesrates schon vorausgesagt und skizziert worden sind. André Ruch fasst die wichtigsten Punkte dieses Papiers zusammen. Das Strategiepapier des Bundesrates zeigt, für die Forschung hat das gescheiterte Rahmenabkommen schwerwiegende Folgen. Die Schweiz könnte gänzlich aus den Forschungsnetzwerken der EU fallen und ihre gute Stellung verlieren. Auch beim Marktzugang drohen der Schweiz schwerwiegende Folgen. Das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse erleichtert bisher den Export von Schweizer Gütern in die EU. Es spart Kosten und Zeit. Die EU will es ohne Rahmenabkommen aber nicht mehr aktualisieren. Davon betroffen ist ein Exportvolumen von knapp 20 Milliarden Franken jährlich. Bei der Medizintechnik hat die Schweiz den privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt bereits verloren. Durch das Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte. Den Marktzugang für Schweizer Maschinenhersteller könnte die EU ab 2024 erschweren. Die EU-Kommission hat bereits eine Revision der Maschinengesetzgebung vorgeschlagen. Auch beim Export von Bauprodukten drohen neue Handelshemmnisse. In der EU steht eine Anpassung der Bauprodukteverordnung an. Ein Vorschlag der EU-Kommission liegt aber noch nicht vor. Die Folgen? Will ein Schweizer Unternehmen beispielsweise eine Maschine in die EU verkaufen, muss die Maschine auch in der EU zugelassen werden und deren Normen entsprechen. Damit steigen für Schweizer Firmen die Kosten.
Das bedeutet für all diese Firmen, dass sie einen enorm aufwendigen Prozess machen müssen. Sie müssen sich eine Zertifikationsstelle in der EU suchen, dort einen aufwendigen Prozess machen, möglicherweise die Maschine dorthin bringen. Und das kostet Zeit, das kostet Geld. Und unsere Firmen, die wollen Innovation machen, die wollen Produkte herstellen und nicht Verwaltungsaufwand treiben. Über kurz oder lang wird das auch dazu führen, dass man sich mehr überlegt, soll man in der Schweiz investieren oder halt eben mehr im europäischen Ausland. Auch für den Schweizer Finanzsektor erwartet die Bundesverwaltung schwerwiegende Folgen. Der Zugang zum grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft sei nicht gewährleistet. Probleme zeichnen sich auch bei den Daten im Informatikbereich ab. Bisher anerkannte die EU die Schweizer Datenschutzgesetzgebung als angemessen. Allerdings könnte die EU der Schweiz diese Anerkennung bald verweigern. Wenn die EU böse will, dann könnte sie uns tatsächlich die Anerkennung entziehen, was verheerend wäre für die Wirtschaft und den Datenstandort Schweiz, weil dann Personendaten nicht mehr ohne weiteres in die Schweiz übertragen werden könnten. Und auch beim Strom drohen der Schweiz als Stromdrehscheibe Europas schwerwiegende Folgen. Bleiben wir beim Strom. Ja, die Schweiz ist im Herzen Europas und deshalb technisch wie kaum ein anderes Land ins europäische Stromnetz integriert. Doch für die Europäische Union, die den Stromaustausch neu regelt, ist klar, ohne Rahmenabkommen kein Stromabkommen. Das könnte die Schweiz in energietechnische Nöte bringen. Christa Gall. Drohen der Schweiz künftig Blackouts, Stromausfälle? Kurzfristig bestehe kein Risiko, sagen die Stromversorger. Aber wir haben ein steigendes Risiko für Blackouts, zumindest mittelfristig, weil die Massnahmen, die die Schweiz ergreifen muss, um die Netzstabilität, die Systemstabilität sicherzustellen, notabene ganz allein, die werden umfangreicher und teurer. Die europäische Stromversorgung. Die EU-Länder koordinieren und optimieren den grenzüberschreitenden Stromaustausch ohne Schweiz und vermeiden so eigene Stromengpässe. Das führt beispielsweise zu ungeplanten Lastflüssen durch die Schweiz. Importkapazitäten der Schweiz werden dadurch beschnitten. Stromengpässe im Inland ohne Zusammenarbeit mit der EU. Es gäbe Alternativen, aber das bedeutet Anlagen ausbauen. Das heißt Wasserkraft, Photovoltaik, Windanlagen und last but not least, wenn dann alle Stricke reißen, müssen wir vielleicht sogar über ein Gaskraftwerk diskutieren. Gleich schätzt dies auch die staatliche Aufsichtsbehörde im Elektrizitätsbereich ein. Wir importieren schon heute Strom aus dem Ausland im Winterhalbjahr. Und da wäre es gut, wenn wir diesen Zubau zusätzlich beschleunigen könnten. Und damit wir nicht in 5 oder 10 Jahren in einen Versorgungsengpass hineinlaufen. Die sichere Stromversorgung. Die Forderungen an den Bundesrat sind klar. Erstens, Ausloten der Möglichkeiten vom technischen Übereinkommen bis zum Ersatzstromabkommen mit der EU. Und zweitens, Hindernisse auf die Seite räumen, damit wir einen massiven Winterstromausbau für eine inländische Produktion sicherstellen können. Der Strom soll der Schweiz auch künftig nicht ausgehen. Die Schweiz muss sich punkto Strompolitik also etwas einfallen lassen, damit das Land nicht bald schwarz sieht. Und damit zu einem weiteren möglichen Problemfeld der Forschung. Nach dem Verhandlungsabbruch muss die Schweiz damit rechnen, dass sie den Zugang zu wichtigen Forschungsprojekten verliert. Schweizer Hochschulen sind alarmiert. Birmin Roos. Es ist das größte Forschungsprogramm für Wissenschaftler weltweit, Horizon Europe. Nun droht der Schweiz das Aus. Noch hat sich die EU-Kommission nicht dazu geäußert. Doch das Risiko sei hoch, dass die Schweiz den Zugang verliert, sagt die Vizepräsidentin der Dachorganisation der Schweizer Hochschulen. Es gäbe insbesondere 2 Nachteile einer Nichtteilnahme an Horizon Europe. Einerseits wären die Kooperationen mit den EU-Partnerinstitutionen so nicht mehr möglich. Und zweitens würde der Forschungs- und Innovationsarbeitsstandort Schweiz auch an Attraktivität verlieren. Der Präsident des ETH-Rats ist zuversichtlich, dass sich die Gemüter beruhigen und dass sich eine Lösung ergibt. Uns ist klar, dass beide Seiten grundsätzlich eine Zusammenarbeit möchten, sich wünschen, weil beide Seiten wissen, dass diese Zusammenarbeit einen Win-Win
führt. Und darum bin ich eben auch zuversichtlich, dass wir mittelfristig eine Assoziierung erhalten werden. Die Schweiz war schon einmal vorübergehend von einem Horizon-Programm ausgesperrt, nämlich 2014 als Reaktion auf die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative. Projekte wurden nicht oder nur eingeschränkt gefördert. Ist die Situation heute mit damals vergleichbar? Also heute wäre die Situation deutlich schwieriger als 2014, weil es keinen zeitlichen Horizont gibt, dass man, wie man der EU aufzeigen kann, dass ein institutionelles Abkommen in welcher Form auch immer in absehbarer Zeit zustande kommen könnte. Bis Ende Jahr muss die Schweiz mit der EU einen Assoziierungsvertrag für Programme wie Horizon Europe abschließen. Doch hierfür müsste sich zuerst klären, wie Brüssel auf den Verhandlungsabbruch reagiert. Außer Spesen nichts gewesen. Jahrelang hat der Bundesrat natürlich nicht nur in dieser Zusammensetzung, sondern weil das Ganze bereits 2014 startete, noch unter der Ägide anderer Bundesrätinnen und Bundesräte mit der Europäischen Union verhandelt. Am Ende ohne Resultat. Das trägt der Landesregierung Kritik ein. Und es stellen sich Fragen wie, fehlt es hier an strategischem Geschick oder ist der Bundesrat schlicht zu wenig gut organisiert? John Dori Vinzenz. Der Auftritt gestern. Der Bundesrat spricht Klartext. Für manche erstaunlich deutlich, denn in Sachen Rahmenabkommen profilierte sich die Landesregierung bisher nicht mit klaren Positionsbezügen. Es wurde jahrelang verhandelt, verschoben, vertröstet. Kritik gab es dafür sogar von Alt-Bundesratsmitgliedern. Pascal Couchepin forderte kürzlich mehr Mut und Micheline Galimiret meinte: Der Bundesrat scheint nicht zu wissen, was er will. Die bundesrätliche Führungsschwäche im Europadossier. Für Politikwissenschaftler Claude Longchamp liegt es nicht an zu schwachen, sondern an zu verschiedenen Köpfen. Das Europadossier ist eben kein normales Dossier wie irgendeines, das man der Bundesrat vor dem Parlament vertreten muss. Es ist ein strategisches Dossier, es ist ein übergeordnetes Dossier. Es dauert Jahre, bis es erledigt ist. Und da braucht es Kohärenz, da braucht es auch eine gewisse Unität der Doktrin. Und die fehlt eigentlich in diesem Regierungsteam der Gegenwart. Oder zu viele Köpfe, zu viele Ideen. In den Verhandlungen über das Rahmenabkommen wechselten die Schweizer Gesichter deutlich öfter als auf europäischer Seite. Jedes Jahr ein anderes Bundespräsidium. Und die Außenminister beriefen immer wieder neue Unterhändlerinnen. Claude Longchamp schlägt deshalb ein System mit einem mindestens vierjährigen Bundespräsidium vor. Zu Beginn einer Amtsperiode würde der Bundesrat die Grundsätze der wichtigsten Themen festlegen. Die Regierung wird entsprechend zusammengesetzt durch die Parteien, die diese Punkte auch unterstützen wollen. Und an der Spitze von dieser Regierung steht ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin, die dafür sorgt, dass die auseinanderdriftenden Kräfte rechtzeitig immer wieder eingebunden werden. Im Zweifelsfall würde der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin mit einem Machtwort entscheiden. Ein so organisierter Bundesrat, so Claude Longchamp, wäre in den zentralen Politthemen handlungsfähiger. Alle Reaktionen, alle Stimmen im Zusammenhang mit dem schweizerischen Verhandlungsabbruch finden Sie bei uns online und auf der SRF News App mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen politischen Lagern. Dazu Einschätzungen unserer Kolleginnen und Kollegen im Bundeshaus oder auch in Brüssel.